Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier, der letzte V und unser SK Sturm trifft in der dritten Runde der Europa League Qualifikation auf Fenerbahçe Istanbul aus der Türkei. Der 19-fache türkische Meister gibt sich also die Ehre in Graz-Liebenau am Donnerstag und ist ganz klar Favorit. Ohne Wenn und Aber, wir sind der krasse Außenseiter in diesem Duell. Fenerbahçe hat laut Transfermarkt.at einen Marktwert von 88 Millionen Euro. Also das ist schon eine Hausnummer. Wir mit unseren nicht ganz 15 Millionen sind da schon eher ein bisschen mau besetzt. Also allein deswegen muss man sich natürlich keine gröberen Hoffnungen machen. Andererseits haben wir bis jetzt gegen türkische Clubs oder gegen einen türkischen Clubs eine ganz gute Bilanz aufzuweisen. Das ist Galatasaray Istanbul, also der Erzfeind von Fenerbahçe. Gegen die haben wir noch nie verloren im Europacup. Auch nicht so schlecht, aber naja, muss natürlich auch nichts heißen. Galatasaray ist übrigens ganz nebenbei, by the way, aus der Europa League Qualifikation ausgeschieden gegen Ödesunds. Ich glaube, Ödesunds war es, aus Norwegen. Also unschlagbar sind auch die türkischen Clubs natürlich nicht. Und in der Euroleague weiß man ja, jeder kann auch so ein bisschen jeden schlagen. Also sind schon größere Clubs rausgeflogen. Zum Kader von Fenerbahçe kann man vielleicht noch sagen, die haben wirklich einiges, was Rang und Namen hat, auf der Kaderliste stehen. Ein Martin Skrtel, ehemals bei Liverpool, Maurizio Isla, der war mal bei Juventus, Gregory van der Wiel bei Paris Saint-Germain gewesen, Valbuena von Lyon jetzt gekommen, ein Robin van Persie bei Arsenal und Manchester United gespielt und, also wirklich einige bekannte Namen. Da sind wir natürlich, mit unseren Jungs, mit unseren Peter Schul und Philipp Zulechners nicht gerade so mit Stars gespickt, also nicht ganz so, aber ja, man kann einfach nur schauen, was dabei rauskommt. Ich hoffe vom Ergebnis her natürlich, dass es eher was Knappes wird. Das Hinspiel findet ja in Graz statt. Ist ein bisschen schade, zwar auf der einen Seite, weil das Rückspiel auswärts zu bestreiten ist immer ein bisschen schwierig. Andererseits für mich persönlich vielleicht ganz gut, denn ich könnte dann möglicherweise in Istanbul dabei sein. Wenn ihr übrigens News habt, also wirklich Infos da habt zum Flug, wie es da ausschaut mit den Tickets und so weiter, also zum Auswärtsspiel in Istanbul, schreibt es mir wirklich in die Kommentare rein. Ich würde da unbedingt gern mitfahren und mitfliegen, besser gesagt. Also wer was weiß, bitte unten kommentieren. Ja, ansonsten kann ich da wirklich gar nicht mehr so viel dazu sagen. Vielleicht noch Fenerbahçe eben die 19 Meistertitel, 6-mal Pokalsieger, einmal Viertelfinalist in der Champions League und einmal Halbfinalist in der Europa League. Ja, so viel zum Gegner. Was spricht für uns, außer unsere gute Bilanz gegen den anderen türkischen Großclub? Wir haben erstens mal keine Chance, deswegen sollten wir sie nutzen. Und unser Defensivkonzept, das hört sich ein bisschen blöd an, aber Fenerbahçe hat den ganzen Druck. Die müssen das Spiel machen, in Graz wohl auch schon. Und wir können uns wirklich auf unser Konterspiel verlagern und fokussieren. Und das ist ja wirklich unsere Stärke. Also wenn der Gegner das Spiel machen muss, dann können wir wirklich eben durch das Umschaltspiel dann ein bisschen brillieren. Also von dem her, wer weiß, vielleicht funktioniert das Ganze, ja. Schauen wir mal, was da Franco Foda im Köcher hat. Und so viel ist es dann auch zu dieser Partie. Bevor ich es vergesse, ganz, ganz liebe Grüße an den Elias Lampacher und an Minecraft FIFA. Ich habe euch nicht vergessen, aber ich kann halt nicht immer jeden grüßen in jedem Video. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis. Ich habe, bevor ich ein Video drehe, ja da alles Mögliche auch im Kopf. Und das geht halt dann auch nicht, dass ich wirklich da die ganze Zeit Grüße verteile. Also seid mir da nicht böse, auf jeden Fall. Ganz liebe Grüße an der Stelle an euch. Und noch ein bisschen Werbung in eigener Sache natürlich. Ihr könnt mir gerne folgen auf Instagram, auf Twitter und natürlich auf Facebook unter TheLandsTV, ist logisch. Und in dem Sinne kann ich mich dann jetzt nur mehr verabschieden. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns am Donnerstag vielleicht im Stadion. Auf die Schwarzen, euer Elias und bis dann. Ciao, ciao.